So, dann auf ein neues. Dumm, 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 gucken wir. Ah, ja, doch, die sind noch ziemlich nah dran. Okay, ein Zauberergeist ist an der Wand. Und irgendwo ist auch schon der erste Kriegergeist. Stopp, was sagt die Karte? Die Karte sagt, hinter uns geht's nach unten. Das heißt, wir ignorieren jetzt mal ganz gekonnt den Krieger rechts von uns und hauen einfach nur den Magier da tot. Der anscheinend schon tot ist, aber wir kriegen keine Lebenspunktanzeige. Ja, da war noch ein Krieger versteckt. Nicht Axel. So. Und gleich wird sich Bakrata mal erbarmen müssen, auch ein bisschen zu heilen. Aber noch kann er drauf prügeln, wie es geht. Komm, chop, chop, chop. Chop, chop. War das übrigens der letzte? Ah ne, das noch Magiergeist. Wir sollten uns nicht unbedingt in eine Ecke drängen lassen. Aber anscheinend kommt da keiner mehr. Ja, doch. Läuft gut. Also solange wir bei einem so einem Trip nach oben 3, 4 Geister umbringen, ist alles gut in meinem Buch. Können wir auch hier schon schlafen? Ja, schön, schön. Na komm, letztes bisschen. So, also Truhe, noch kein Respawn. Wahrscheinlich gibt es auch keinen. Und haben wir jetzt hier endlich die letzten umgebracht? Testen wir einfach mal. Nee. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Ah, wir können erstmal eine Weile lang nur angreifen, bis der erste tot oder fast tot ist, weil es viel zu schnell geht. So. Und ja, das ist ein wenig Mana-Verschwendung. Aber ich hoffe einfach mal, dass es auch den Skill höher treibt, weil er also viel Mana verbraucht. Aber da habe ich immer noch keine richtigen Informationen drüber. Also ob die Erfahrungspunkte abhängig sind von der Anzahl an Mana-Punkten, die man in den Spruch reinsteckt. Und müsste nicht einer von euch bald mal umkippen? Nein, nein, nicht von euch, von euch. So. Weil ich hätte gern den Weg nach Hause wieder frei. Ist mir ein wenig unheimlich, hier in der Ecke eingesperrt zu sein. Können wir außen rum? Ja, na also. Hihihi. So, jetzt haben wir den Rücken frei. Dann können wir auch versuchen, noch mindestens einen von den dreien umzubringen. Vieren umzubringen. Ja, nee. Das sind mir zu viele. So. Also ja, es gibt wirklich wohl keinen Respawn, aber dafür sind es irre viele Geister. Die müssen in den Wänden echt gestapelt sein, wie sonst was. So, und hoch. Und gucken. Da ist schon mal einer. Das heißt, zwei werden jetzt vor uns stehen bleiben und die anderen beiden werden durch die Wand links und rechts oder links zwei, rechts zwei irgendwie so sich aufteilen. So. Das heißt, wir können schön hier stehen bleiben und müssen keine Angst haben, dass es einer am Rücken fällt. Wenn meine Theorie aufgeht. So. So. Also in den ersten paar Sekunden kommt die Schlange echt viel zu häufig. Ja, genau du. So, ein Geist tot. Weg zurück ist immer noch frei, dafür ist Bakrata fast tot und die ganze Gruppe auch. So, komm schon, ich würde auch ganz gerne einen umbringen. Oder zumindest schön schwer verletzen. Na gut, tot. Ja, so viel zu der Aussage, dass es schon ein guter Run ist, wenn man 3, 4 Geister umbringt. Wir haben es jetzt gerade mal geschafft, 2 umzubringen. Aber na gut, hilft alles nichts.
Also ja, wir könnten theoretisch zurücklaufen, um die Smaragdklingen zu holen. Oder ganz neu laden, um den Valenswürfel zu behalten. Aber das klappt auch alles so. Genau. Erster Tod, du stirbst jetzt auch gleich. Solange keine Schlange kommt. Zack, zack. Irgendwie scheint ein Bekater seltener zu treffen als in der letzten Folge. Aber es könnte einfach nur Pech sein oder Einbildung. Na, Axel, nicht umkippen. So. Ah, so ein Magier-Dingens. Aber ja, wir kommen stetig voran. Wenn der hier tot ist, versuchen wir jetzt nochmal zu schlafen. Dann dürften wir eigentlich nicht unterbrochen werden. Wenn ich richtig mitgezählt habe. Dann gehen wir wieder an die Ecke hinter der Tür, wo die beiden Gänge waren. Machen da wieder unser Spielchen mit dem Schlafen. Und dann müsste da langsam auch was frei sein. Also, dass wir nicht mehr unterbrochen werden beim Schlafen. Denn wir haben ja schon echt viele hier umgebracht, die aus dieser Gegend gekommen sind. Okay, ein Einzelner. Einzelne Geister sind immer gut. Auch wenn diese hier viel zu schwer zu treffen sind. So. Das hört sich nach einem Krieger an. Und ich glaube, wir haben noch einen im Rücken. Aber das müssen wir gleich gucken. Jo. Also so viel zu der Idee, dass hier langsam keine mehr sind. Aber na gut. Nicht jammern, mehr töten. Oder Untoten. Das ist ja alles immer so ein bisschen komisch bei den Untoten. Und so, wo ist der nächste? Ah, noch ein Magier. Noch zwei Krieger. Ja, da sind definitiv eine Menge Geister in der Ecke. Aber hoffen wir einfach mal, dass wenn wir die Ecke hier gesäubert haben, dass dahinter dann schon irgendwo der Gegenstand ist, den wir brauchen. Also dieser Kopf, der unten auf den Altar passt. So, Heilung. Heilung. Und gleich werden wir wieder einen taktischen Rückzug machen müssen. Aber dieser Run hat sich schon gelohnt. Also wir konnten vorne die Geister alle umbringen, hier vorne den einzelnen Geist noch und hier noch zwei, die nachgerückt sind, glaube ich. Jo, Rückzug. Und für den allergrößten Notfall haben wir auch immer noch unsere Karten. Und den Bienenschwarm. Okay, der bringt nicht wirklich viel, aber die Karten. Welche sind das hier eigentlich? Vergessenheit und Herrschaft. Hm. Also die eine Karte hat ja sofort instant alle Gegner auf einem Feld umgebracht, was schon mal ganz schick ist. So. Aber die sollten wir uns echt auch bewahren für eine noch hartnäckigere Stelle als die da. Wenn das denn möglich ist. Denn gefühlt haben wir jetzt da schon, also bei dieser Tür und dahinter die zwei Gänge, da haben wir jetzt schon gefühlt 14 bis 20? Nee. Ja, ist ein bisschen übertrieben. Aber 14 Geister kommt schon ganz gut hin. Aus dem Gebiet allein schon getötet. So, also ein Krieger vor uns. Was haben wir hier in der Wand? Noch ein Krieger. Und da war irgendwo noch ein Magier, oder haben wir ihn schon umgebracht? Zack, zack, zack. Ja, so muss das laufen. Jeder Schlag ein Treffer. Und Ruhe. Okay. Speichern wir zwischendurch auch immer wieder schön ab.
nicht, dass wir das alles nochmal machen müssen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, schlafen. Ein einzelner Geist ist okay. Mehr wäre nicht so toll. Ich würde gerne wenigstens an diesem Punkt irgendwann mal schlafen können, ohne unterbrochen zu werden, damit wir wissen, dass wir auch wirklich Fortschritte machen. Genauso wie wir es bei der Truhe ja auch schon haben. Also ein bisschen weiter in die Richtung können wir einfach so schlafen, ohne dass wir unterbrochen werden, weil halt alle Geister und Umgebung schon umgebracht wurden. Gucken wir auf die Karte. Also hier so. Das heißt, die ganzen Geister, die jetzt kommen, sind vielleicht hier irgendwo aus den Wänden. Das können wir nicht so wirklich sagen. Und Verstärkung. Oh, noch mehr Verstärkung. Okay. Na gut, hauen wir den erstmal zu Ende tot. Solange jetzt nicht noch mehr kommt, ist alles gut. Ja, wie gesagt, einfach mal die Klappe halten, Gerugon. Hm? So, das sind aber nur zwei Magier. Die sind zwar schwerer zu treffen, jedenfalls gefühlt, aber dafür machen sie keinen Schaden. Haben wir bei denen eigentlich schon mal die Zaubersprüche ausprobiert? Also sie kriegen Schaden, aber es ist nicht wirklich sichtbar. Ah, Bakat hat nicht mal genug Mana für die allererste Stufe vom Blitzschlag. Das ist echt albern. Heilung. Na komm, lass uns durch. Wir. Oh, noch mehr Geister. Ja, ich werde irre froh sein, wenn ich hiermit durch bin. Also der Turm ist wirklich mit das Unangenehmste im ganzen Spiel. Vor allem, wenn man so schlecht vorbereitet, sagen wir es mal so, wie ich bin. Nee, weg, 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 weg. Huh, der sieht doch noch wach aus. Er schläft wohl auch mit offenen Augen. Aber na gut. So, 2 Minuten haben wir noch. Gucken wir mal, ob wir es dann schaffen, diesen taktischen Punkt da zu erobern. Also die Tür mit den 2 Gängen. Aber irgendwie habe ich da nicht allzu viel Hoffnung. Entweder sind da einfach tausende von Geistern in den Wänden eingesperrt oder da ist irgendwo ein Respawn-Punkt. Was das Ganze jetzt ziemlich erschweren würde. Wo kommt ihr denn her? Also ja, ein Respawner wäre echt übel. Aber das spricht gegen, dass wir ja hier vorne in dem Bereich eigentlich immer schlafen können, ohne gestört zu werden. Die sind jetzt ja nur da, weil wir sie vorhin von da hinten hergelockt haben. Naja, hauen wir die jetzt tot, schlafen dann einfach mal genau hier. Und gucken, was passiert. Wenn wir jetzt hier am Anfang gleich wieder angefallen werden, dann ist irgendwas faul. So, ich gehe nochmal 1-2 Schritte zurück. Ja. Doch nicht, ja? Wo kommst du jetzt her? Ich hätte mal ganz am Anfang, als wir zum ersten Mal hier hochgegangen sind, eine Strichliste anfangen sollen. Nur mal, um zu gucken, wie viele Geister wir am Ende umgebracht haben. So. Und wir können immer noch nicht schlafen. Ah, das waren ein paar ordentliche Treffer. Aber so viele können wir doch gar nicht aus dem anderen Bereich gezogen haben. So. So, jetzt können wir wieder schlafen. Na
gut. Speichern wir mal ab. LP. Nicht so. LP 030B wäre das. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen, hier durchzukommen. Und ob es wirklich Respawner gibt oder nicht. Also dann, bis gleich.